dann hat sich das hier. Bringe dem Mütterchen Gulmont-Tee. Ich soll dem Mütterchen also Gulmont-Tee besorgen, damit sie sich keine Sorgen mehr macht, wenn es weiter nichts ist. Ja. Gladys, lern du doch mal Alchemie. Das kostet zwar ein bisschen was. Na klar. Auf wie viel sollte ich steigern? Also das meiste braucht nur... Okay, Klugheitselixier braucht 6, aber... Ja, 5 sollte reichen. So, das heißt, ich kann jetzt runter zu... Ah ja, zum... Armbrustmacher. Und zum... Also zum Meister Magnosch und zum Meister Fluxus. Dem Schmied und dem Armbrusthersteller. Geht's um Armbrüste? Ja. Genau, Lademeister für Gladys. Alles klar. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, was der Lademeister... Keine Kosten, nichts. Ach, und ist sogar passiv. Sie hat Ausweichen 2 schon. Ihr sollte ich auch mal Ausweichen beibringen. Kann ich das auch hier lernen? Nein, das muss ich dann in der Kaserne lernen. Ihr wenigstens das Ausweichen beibringen. Ja. Oh, stimmt. Und ich sollte bei ihm natürlich auch das eine Eibenholz, was mir fehlt, kaufen. Und bei ihm nachher die 4 Koscher Stahl. Oder wie viel Koscher Stahl ist es? Ja, ein Eibenholz. Meister Fluxus. Du kannst uns nur Schmieden und so beibringen. So, was für Rezepte hast du eigentlich noch so? Ja, Knaufe sind gut da, um Waffen zu verbessern. Könnte ich eigentlich lernen, erst einmal. Und dann bräuchte ich koscher Stahl. 3 Stück, so. So, Fernknauf, koscher Stahl, da, da, da. So, jetzt will ich aber erstmal gerne das Eisenschild spielen. So. Ja, das sieht doch schön aus. Macht zwar minus 2 auf die Attacke, aber schützt gut. Gut.
genau, jetzt will ich hier drüben eigentlich hin zum krummen Otto. Muss nur den Weg zu ihm finden. Weil jetzt hat er endlich den Wühlschrat, den ich kaufen möchte. Oh, hallo. Guten Tag. Wollt ihr etwas kaufen? Schaut euch nur um. Entschuldigt, aber ist das hier ein Wühlschrat, den ihr da im Käfig habt? Ah, ja, ja, ihr habt völlig recht. Wollt ihr ihn kaufen? Nur 50 Dukaten. 50 Dukaten? Nein, das ist ein bisschen teuer. Okay, wir können nicht mit ihm handeln. 50 Dukaten, einverstanden. Eine wichtige Sache noch. Der Kleine mag es am liebsten dunkel. Habt ihr einen dunklen Keller oder etwas ähnliches? Ja, den habe ich. Liefer den bitte an mein Anwesen am Pyrosplatz gegenüber des Tempels. Wird gemacht, viel Spaß mit ihm, aber passt ja auf. Er liebt es zu graben. Ja, deswegen, ja. Also jetzt gucken, dass wir nicht mehr zu viel Geld ausgeben. Wobei ich eigentlich liebend gern noch eine Werkbank im Haus hätte. Ach ja, und Vorgrim, du kannst jetzt das gut aussehende Holzschild haben. So, Feldwebel Erland, der sollte uns was beibringen können. Wala hat sicherlich nichts Neues. Hallo. Nee. So, okay. Also ja, den Schildkampf für mich. Und die Rüstungsgewöhnung auch gleich für mich. Die Steigerungspunkte dafür habe ich, ja. Für Finte bräuchte ich mehr Gewandtheit. Für Niederwerfen-Befreiungsschlag bräuchte ich die anderen beiden. Meisterparade. Ist eigentlich aus nicht schlecht. Innerhalb der folgenden Kampfrunden gelingt die nächste Parade oder das nächste Ausweichen immer, ja. Aber brauchen wir jetzt gerade eher nicht. Was ich brauche, ist Ausweichen 1 für Gladys. So. Und für Vorgrim. Ja, da der auch so viele Steigerungspunkte gerade hat. Auch Rüstungsgewöhnung und Schildkampf 2. Der Befreiungsschlag, der wäre eigentlich auch nicht schlecht. So. Gut. Das heißt, jetzt können wir mal Steigerungspunkte wieder ausgeben. Hier ist Maximum. Da gehen wir mal hier rein in Gewandtheit. Da könnten wir nämlich noch die Finte benutzen, was gar nicht mal so schlecht wäre. Feilschen verbessern. Überreden, verbessern und noch einen Punkt in Lebenspunkte. So. Meint ihr? Vorgrim. Ein Punkt in Körperkraft würde ihm wahrscheinlich sehr gut tun. So. Zwei zusätzliche Trefferpunkte. Hiebwaffen um 1 verbessert. Und das war es eigentlich bei ihm schon. Gladys. Machen wir mal die Etikette und das Betören gleich hoch.
Schlösser knacken auf Maximum, ja. Noch ein bisschen Gassenwissen und bei ihren Zaubern. Dem vollen Veliktus mal eins höher. Oh, der ist jetzt Maximum. So, Gwendala. Mein Atem geht ruhig. Gwendala. Hat für Tierkunde und Pflanzenkunde noch genug Punkte. Das war's auch schon. So. Damit haben wir jetzt erstmal wieder unsere gesamten Punkte verballert, die wir verballern konnten. So, defensiver Kampfstil, der kommt mal dahin. Bei mir habe ich nicht. Und ja, Behinderung wieder auf 3 und 4 zu haben, ist auch schon mal praktisch. So, Befreiungsschlag und offensiver Kampfstil bei dir. Na klar. Du brauchst die Lademeisterin nicht und du hast sowieso alles. Gut. Dann als nächstes wieder zurück zum Pyosplatz. Am besten hier rum, da kommen wir näher an die Besorgte. Streben nach Macht und Zivilisation ist Badok. Dennoch kann ich nachfühlen, weswegen die Menschen diesen Weg beschreiten. Ja, ich finde es manchmal nett, dass die unsere Gefährten irgendwelche Kommentare haben. So, da sind wir eigentlich schon gleich. Hugold, rühr dich bloß nicht. Das sieht nicht gut aus. Wie lange muss ich denn noch hier liegen? Da seid ihr ja wieder. Wo ist der Heiler? Wo bleibt er? Oh, mein armer Hugold. Sei ganz beruhigt. Ich habe vom Heiler eine Wundermedizin bekommen, die euer Mann trinken soll. Danach wird er wieder völlig genesen sein. Eine Wundermedizin per Rhein sei Dank. Schnell, er muss sie sofort trinken. Hier, Hugold, trink. Das Zeug stinkt ja nach Kulmontee. Widerlich. Jetzt reicht's mir aber, Weib. Aber Hugold, was tust du? Du musst doch liegen bleiben. Ich muss überhaupt nichts. Schreib dir das endlich mal hinter die Ohren. Wenn ich sage, dass es mir gut geht, dann geht es mir auch gut. Aber ich will doch nur dein Bestes, Hugold. Und ich will zur Arbeit und da gehe ich jetzt auch. Und euch danke ich für die Mühe, es meiner Frau recht zu machen. Das habe ich schon lange aufgegeben. Schönen Tag noch. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ach, mach doch, was du willst. Geh doch arbeiten. Alles wieder nur wegen der Baumeisterbrüder. Wenn ich die in die Finger kriege, ihnen Gullmontee einzuflößen, wäre nicht Strafe genug. Ja. Gut, jetzt haben wir auch das Mütterchen. Ich habe den Trank des Heilers überbracht. Allerdings hat der Mann sehr schnell durchschaut, dass es sich dabei nur um Gulmontee handelt, den er mehr als alles andere auf der Welt verabscheut. Darum ist er einfach aufgestanden, es wäre nichts gewesen und hat seiner Frau erstmal die Meinung gesagt. Anscheinend herrscht da leichte Spannung in der Beziehung. Der Heiler hatte recht, das Mütterchen hat den Trick mit dem Wundertrank hingenommen. Allerdings hat der Mann das Ganze durchschaut, denn wenn es etwas gibt, was er nicht mag, dann Gulmontee. Dennoch ist das Wunder geschehen. Er konnte, wie von Heiler vorausgesagt, einfach wieder aufstehen und hatte auch noch viel Energie, Wut und Brand davonzulaufen. Ein wirklich seltsames Schauspiel. Ja. Sicherheitshalber mal ein Quicksave wieder machen. Ich müsste mal gucken, ob ich für Gwendala hier beim
bei den Händlern hier irgendwo eine Kopfschutz kriege. Gladys hat ja die Maske auf. Oh, ein paar Lederbeinschienen für Gwendala wären auch noch nicht schlecht. Hat Gladys denn welche? Ja. Oder Beinschienen für weiblich. Die kosten dasselbe, bieten aber doppelt so viel Schutz.